Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 17 The Journey. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht's gegen Manchester City. Wir sind so in den letzten Zügen dieses Projekts, glaube ich. Ich glaube, die letzten beiden Parts oder so. Also in diesem Part werden wir noch zwei Spiele schaffen. Und dann haben wir ja noch das FA Cup Finale gegen unseren großen Macker-Angeber da, Walker. Also gegen West Bromwich Albion. Wir gehen einfach mal rein gegen City. Haben das letzte Spiel leider gegen die Tottenham Hotspur verloren mit 2:0. Davor aber 1:0 gegen Watford noch gewonnen im selben Part. Und es geht jetzt auf die Zielgeraden. Wir können auch 6 Punkte holen. Wir können es noch auf den 5. Platz mit ein bisschen Glück schaffen. Dafür müssen wir aber jetzt beide Spiele gewinnen. Und Arsenal bzw. Chelsea oder zumindest einer von den beiden müsste mal federn lassen. Ne, so bock, bock, bock. Weißt du, so wie ein Huhn, ne? Federn lassen. Ne, nicht witzig? Okay, alles klar. Gehen wir rein ins Etihad Stadium. Ne, unter dem Hashtag Mikilai geht's jetzt rein. Also, die Menschen, das sind ja auch wieder eine Herkules-Aufgabe. Oh, 24 Einsätze, was ist das denn? Nah dran. 5 Einsätze fehlen noch bis zu Jim Hunters. Oh, das habe ich jetzt nicht gelesen. Da wurden wir verglichen mit unserem Großvater. Auf jeden Fall. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, auf geht's. Erste Halbzeit. Aber es geht weiter. Der Ball ist noch heiß. Sergio Aguero Gündogan. Aufgepasst, Gündogan. Das Aguero, das ist zu einfach. Und der erste Abschluss des Spiels. Auch von Manchester City durch Aguero. Aber ungefähr nicht, Gott sei Dank. Und somit kann es weitergehen. So, nochmal Man City vor der Pause. Oh, Gündogan mit dem Schuss, mit der Chance, nachdem Fernandes da gepatzt hat. Aber geht Gott sei Dank vorbei. 0:0 weiterhin, kurz vor der Pause. Es ist ein sehr, schläfriges Spiel, will ich nicht sagen. Also es hat wenig Highlights. Ich denke mal, ich habe wenig Highlights hier mit reingeschnitten, weil es einfach auch nichts zu zeigen gibt. Ja, es ist mal wieder ein Spiel, da tasten sich beide Mannschaften so ein bisschen ab. Jetzt mal ein Foul, Musa, wenn er den auf die andere Seite kriegt. Ja, es gibt nicht mal einen Vorteil da in der Mitte, da wurde gar kein Inler doch gefoult. Deswegen, also wir können froh sein, wenn es hier mit dem 0:0 in die Pause geht. Wäre auch leistungsgerecht. Zabaleta nochmal gegen Hunter. Komm, da muss ich Hunter mal durchsetzen. Super. Mein Zweikampf gewonnen. Harry Kane. Nochmal. Nee, gibt 2 Minuten Nachspielzeit. Und es wird auch beim 0:0 bleiben. Schiri pfeift erstmal zur Pause. Es ist, ja, wie gesagt, ein Highlight-armes Spiel mal wieder bislang in der ersten Halbzeit. Man City macht nur das Nötigste, habe ich so das Gefühl. Ja, De Bruyne hat immerhin einmal aufs Gehäuse geschossen. Na gut. Also, machen wir weiter. Halbzeit 0:0 ist okay. Gegen Man City ist das immer okay, einen Punkt zu holen. Vielleicht kriegen wir ja noch irgendwie eine Chance, die wir dann nutzen. Wer weiß, in so einem Spiel entscheiden Kleinigkeiten. Wir haben nur einen Daumen nach unten. Versuche deine Zweikämpfe effektiver zu timen. Okay, versuchen wir. Besser zu timen. In Hälfte 2. Auf geht's. Nochmal Nolito, wieder Fernando. Aufgepasst. Da ist Sergio Aguero, dreht sich um die eigene Achse. Und schießt mit links am langen Pfosten vorbei. Also, wir sehen, Man City, wenn sie es aus dem Spiel heraus nicht schaffen, irgendwie mal eine Chance zu kreieren, dann setzt sich halt mal ein individuell klasse Spieler durch. Und Pep Guardiola, ja, sehen wir da, ist kurz vorm Verzweifeln. Aber okay, weiter geht's. 0:0 weiterhin. So, jetzt eine Chance für Man City. Sergio Aguero setzt sich da schön durch gegen 2-3 Mann. Nolito mit links aus Spitzenwinkel und Schmeichel ist da. Sehr schön. Also auch wieder eine Chance, weil sich zwei individuelle Spieler den Ball zuspielen. Zwei individuell klasse Spieler den Ball zu spielen. Also, ihr seht, Man City ist immer gefährlich. Egal, ob aus dem Spiel heraus oder vielleicht jetzt mal nach einer Standardsituation. Ich hoffe natürlich nicht. Ich will es jetzt nicht herbeirufen. De Bruyne spielt kurz mit Gündogan. Die beiden kennen sich noch aus der Bundesliga. Aguero, ja, abgeblockt von Mondi, aber weiter geht's. Und wenn wir jetzt den Ball mal vielleicht schnell nach vorne spielen, haben wir vielleicht eine Chance. Aber Drinkwater kriegt den da nicht weg. Silva, Achtung, kein Foul im Strafraum. Silva und wir klären erstmal. Super. Und Simpson muss den erstmal klären. So, Hunter. Vielleicht doch nochmal eine Chance. Mahrez. Vardy. Und jetzt Harry Kane muss unten Drinkwater durchschicken. Genau, der ist zwar nicht schnell, aber er kann auf jeden Fall den Ball mal halten. Aber er schickt Vardy. Das ist jetzt die große Chance. Vardy. Und Kane vielleicht im Nachsetzen. Das wäre es jetzt gewesen. Der 90. plus 3. Da war nochmal die große Chance. Schade, der Angriff lässt er uns nicht. Also, ja, es war ein etwas schwächeres Spiel. Chance wäre gerade da gewesen für Vardy, wenn er mit ein bisschen Glück den Ball vielleicht platzierter geschossen hätte. Aber okay, 0:0, ein Punkt ist zufrieden, hätte ich vor dem Spiel, hätte ich gerne unterschrieben. Jetzt unterschreibe ich es ebenfalls, weil Man City doch stärker war im Großen und Ganzen. Und 0:0, 6,2, 2 Daumen runter, 2 Daumen hoch, war mal wieder ein etwas schwächeres Spiel. Aber okay, war das vorletzte Spiel. Wir schaffen es leider nicht mehr in den europäischen Wettbewerb, glaube ich, weil wir dazu gewinnen hätten müssen und Chelsea bzw. Arsenal auf jeden Fall hätten verlieren müssen. Gut, hat leider nicht ganz geklappt. Schade eigentlich. Ich hätte es mir sehr gewünscht. Aber okay, wir haben 73 jetzt. Also wir haben insgesamt jetzt 73. Wir haben 2 Skillpunkte, die setzen wir gleich mal ein.
Aber gut, es kommt erstmal eine weitere Zwischensequenz. Glaube ich. Nein, kommt nicht. Habe ich die Musik gar nicht gehört. So, wir gucken mal, wo wir die Skillpunkte einsetzen können. Wo haben wir es denn noch nicht gemacht? Spezialbewegungen, lange Pässe. Machen wir mal lange Pässe. Das kann ja nie schaden. Also, weiter geht's. Heutige Schwerpunkt ist Passen im Training. Ich überspringe wieder und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Training ist vorbei. Beides mal A, also wieder überragende Trainingseinheit heute. Steilpässe und El Rondo, da durften wir diesmal selber spielen. Ja, ich glaube, wenn die Zeit beim zweiten nicht um gewesen wäre, ich glaube, ich hätte noch 2 Stunden weiterspielen können, El Rondo, das war echt super. So, dann starten wir rein, glaube ich, ins zweite Spiel. Hoffentlich, oder? Haben wir noch Training am 21. Mai? Nee, letztes Spiel also in der Premier League gegen Bournemouth. Und dann, ja, haben wir ja noch ein FA Cup Spiel. Das große Finale. Und das wird dann auch, glaube ich, der letzte Part sein. Von The Journey, dann ist dieses Projekt auch schon wieder rum. Also es geht auch wirklich wahnsinnig schnell. Klar hat sich das jetzt ein bisschen gezogen, weil ich auch mal ein paar Wochen lang keine Videos gebracht habe oder halt mal eine Zeit hatte, wo ich keine Videos hochgeladen habe. Und auch nicht jeden Tag immer The Journey kommt, aber ich hoffe trotzdem, es hat euch bislang gefallen. Laibu ist jetzt der Hashtag für dieses Spiel, für das letzte Premier League Spiel. Erste Halbzeit, los geht's. So, der Angriff von Bournemouth, Flanke auf die linke Seite, das ist Gradell, der hat viel zu viel Platz und in der Mitte, da ist die Chance da für die Nummer 3. Also wenn ich wüsste, wer das war, dann hätte ich ihn auch mit Namen genannt, Nummer 3 oder nee, 13 Wilson war das, der da noch eine schöne Vorwärtsrolle macht. Aber es war gut, war ein guter Kopfball, wuchtiger Kopfball, Schmeichel war da und es gibt den ersten Eckball über Zürman, aber kann Inler klärt. So, und jetzt mal die Konterchance, wenn Inler den Ball mal richtig hingespielt hätte, Fehlpass. So, nochmal die Chance für Bournemouth über Daniels. Daniels gegen Robert Huth. Na, oder irgendein anderer? Nein, da greift niemand an. Also Bournemouth nochmal über Gosling. Und Schmeichel kommt raus. Und hat den Ball. Kein Elfmeter, war ein bisschen robuster der Zweikampf. Aber okay, hat der Schiri Gott sei Dank nicht gepfiffen. Und jetzt die Konterchance. Harry Kane auf Hunter. Wieder Harry Kane, der könnte unten jemanden mitnehmen. Ah, macht's alleine. Guter Schuss von Harry Kane, guter vorgetragener Angriff. Guck, da hätte er auf Mondi durchlegen können, aber gut, ein Stürmer hat den Instinkt, immer aufs Tor schießen zu wollen und Richtung Tor war schon okay. So, der erste Eckball für uns. Flanke kommt von Mahrez, da hinten ist Wes Morgan. Oh Gottes Willen, wo sollte der denn hin? Morgan, Gökhan Inler und Vardy aus der Drehung. Schade, das hätte nochmal eine Chance werden können. Vielleicht nochmal eine Kontersituation für Bournemouth, Gradell. Je nachdem, wie gut sie es ausspielen. Okay, Schiri will nicht mehr. Schiri hat keinen Bock. 5 zur Halbzeit, 0 zu 0. Bournemouth ist besser im Spiel drinne. Aber so langsam fighten wir uns auch ins Spiel rein. Ist da auch nochmal wichtig für uns, so eine Art Vorbereitung auf das FA Cup-Finale gegen West Bromwich. Also sollten wir zusehen, dass wir zumindest nicht verlieren, das letzte Spiel. Vor eigenem Publikum vor allem. Wäre schon mal gut. Also eine 6,2. 2 Daumen hoch, 1 Daumen runter. 2 Kämpfe müssen wir uns ein bisschen schlauer anstellen. Da müssen wir dran arbeiten. Aber das kriegen wir hin. So, letzte, zweite Halbzeit. Für dieses Projekt. Macht das schön, wird dann aber umgerätscht von Gradell. Und das müsste eigentlich auch mal die gelbe Karte geben für Gradell. Oder belässt es der Schiri bei einer Ermahnung oder gibt es schon die Verwarnung? Ja, hat offensichtlich schon gelb gegeben, oder? Ja, hat gelb gegeben für Gradell. Und jetzt der Freischuss von Oloa, der ist abgefälscht. Oh ja, und deswegen wird er erst gefährlich. Weil ich glaube, der wäre sonst gar nicht so gefährlich geworden. Wir gucken nochmal, Oloa. Ja, wird von Wilson abgefälscht. Von seiner Hand und dann geht er halt, wie gesagt, ganz knapp vorbei. So, Eckball. Wir haben viele große Leute jetzt in der Mitte. Mal gucken, vielleicht können sie ja was machen. Der kommt gut. Wes Morgan, da müssen wir nachsetzen. Huth ist da und der Keeper hat den. Schade. So, nochmal eine Chance. Langer Ball von Fernandes. Vorne auf Wes Morgan. Der kriegt den aber nicht, oder? Kommt Morgan da ran? Ja, Mahrez kriegt den Ball. Das war die. Vardy auf Mahrez. Der versucht es durchzustecken. Da ist Oloa. Das ist die große Chance. Und da ist doch noch das Tor. Da ist doch noch das Tor von Oloa. Mit ein bisschen durchgezwänge. Also wir haben es erzwungen, das Tor auf jeden Fall. Es war nicht schön rausgespielt. Es war mehr so reingedrückt von Oloa dann letztendlich. Aber gut vorbereitet von Vardy. Hier sehen wir das, Vardy dann. Und dann war es Mahrez halt am Ende. Oder nee, Vardy war es, der auf Oloa spielt. Und der macht den dann eiskalt rein. Jawohl, 1 zu 0 in der 90. Minute. Last-Minute-Tor im letzten Spiel. Dann doch wenigstens ein Sieg. Wäre ja gar nicht so schlecht. Nochmal so als Vorbereitung auf das letzte Spiel dann im FA Cup. Aber noch ist es nicht vorbei. 2 Minuten noch. Jordan Ibe, jetzt ist es vorbei. Wir gewinnen das letzte Ligaspiel der Saison mit 1 zu 0 gegen Bournemouth. Durch ein spätes Tor von Oloa. Nicht ganz unverdient dann. Im Endeffekt denke ich mal, Shake Hands, der Trainer. Und dann, ja, bin ich jetzt mal gespannt, wie es weitergeht. Wir haben ja jetzt schon
die ganze Saison rum. Und ich denke mal, die Tottenham Hotspurs werden Meister sein. Und ja, eine neue Zwischensequenz? Nein, leider immer noch nicht. Ich dachte, aber da kommen noch genug Zwischensequenzen, glaubt mal. So, wir haben insgesamt 335.892 Follower, 783.600 Euro oder Pfund an Einnahmen. Den Wert habe ich jetzt gar nicht gesehen, ist ja auch egal. Weiter geht's. Jetzt kommt aber eine Zwischensequenz. Mein Enkel, Europacup. Und da ist er, gerade 17 und steht schon im Europacup. Großartig! Goldrichtig. Und jetzt noch das FA-Cup-Finale. Hey Jim, besser geht es nicht. Der größte Pokalwettbewerb der Welt, ich sag's euch. Der einzige Titel, der mir fehlt. Wenn du den gewinnst, ist das was Besonderes, Alex. Ich hol das Ding für dich, Großvater. Ich glaub's echt nicht. Ja, da ist die Freude im Hause Hunter groß. Aber wir haben jetzt noch ein großes Ziel. Wir haben es auf jeden Fall ins internationale Geschäft geschafft. Das war ja die Voraussetzung nochmal. Wir gucken mal auf die Liga-Ergebnisse. Wir sind Sechster. Das heißt, wir sind doch international dabei. Ach, weil wir... Nee, das verstehe ich jetzt nicht. Zählt der sechste Platz auch noch dazu? Eigentlich nicht, ne? Oder weil wir im FA-Cup-Finale sind? Weiß ich gar nicht. Wir gucken mal, wer abgestiegen ist. Das interessiert mich mal. Bournemouth, also wir haben gegen den Absteiger gespielt. Hull City und Watford steigen ab. Tottenham Hotspurs werden ganz verdient Meister. Knapp vor Man U und vor Man City. Dann dahinter Chelsea, Arsenal, Leicester und so weiter und so fort. Also wir haben eine gute Saison gespielt. Wir schauen nochmal kurz in die Social Media Sachen rein. Michael Taylor, ich bin stolz auf meinen Klienten, Mr. Alexander Dax. Dank seiner tollen Leistungen steht Leicester im Europa-Cup. Catherine Hunter und unsere Mutter schreibt, Europa-Cup, tolle Debütsaison für meinen Sohn Mr. Alexander und das gesamte Leicester-Team. Sehr schön. Dann, Walker schreibt, klar, dass Leicester mit Mr. Alexander mit dem Titel nichts zu tun hatte. Wird im FA-Cup-Finale nicht anders sein? Hashtag Versager. Oh, oh, oh. Da sind schon wieder erste Anstichelungen. Er kann es einfach nicht lassen. Okay, ich beende mal den Part hier und dann sehen wir uns zum letzten Part von The Journey wieder. Dann spielen wir das FA-Cup-Finale und alles drum und dran kriegen wir ja dann mit. Ich bedanke mich nochmal bei euch fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, schaltet die Glocke ein, damit ihr immer über jedes Video informiert werdet. Und dann bis zum nächsten Part. Macht's gut und ciao.